Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Episode der Game Show. Nach 4 monatelangem Warten ist es endlich soweit. Und wir haben eine sehr, sehr gute Nachricht. Die Plattform YouTube hat uns endlich ernst genommen und hat eingesehen, dass wir eine unparteiische Newsquelle sind, die auf keinen Fall irgendwelche Unternehmen beleidigt oder als etwas Schlechtes darstellt. Wir sind komplett unparteiisch und beleidigen auf keinen Fall irgendwelche Marken. Auf jeden Fall. Heute geht es um diese dreckige Pokémon Presents, wo wir wieder unfertige Spiele gesehen haben. Das heißt, die Gamescom wird ab jetzt auf diesem Kanal deutlich häufiger erscheinen und ihr müsst nicht mehr 6 Monate warten. Darauf erstmal Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur für diese hässliche GameCube-Grafik bashen. Ich meine natürlich, wir werden uns heute Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur, was für die Nintendo Switch am 18.11.2022 erscheint, anschauen. Ich glaube, wir waren früher etwas so Hater. Aber heute fangen wir positiv an, deswegen mein positiver Moderator. Sag hallo. Hallo Freunde, ich bin's, euer lieber Reporter, der positiv gestimmt ist, denn ich melde mich aus meinem wunderschönen Urlaub. Ich meine natürlich aus meinem wunderschönen Dienst. Ich habe den besten Beruf überhaupt. Sass. Wie ist Ihr Eindruck zu den neuen Spielen? 5 Gründe, warum Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur die besten Pokémon-Spiele überhaupt werden. Junge, bist du jetzt 0815-YouTuber geworden oder warum sprichst du so komisch? Also, Grund 1, warum Pokémon Karmesin und Purpur die krassesten Games ever werden. Der Professor. Es ist nicht mehr so ein billig Professor mit so einer komischen Mütze wie in Legendner Kiosk, sondern es ist halt legit Giga-Chat. Einfach Giga-Chat. Er ist der Grund, warum unsere Gesellschaft sich ins Bessere wandelt. Er reformiert sie und macht diese Jugend von heute, die gar nichts mehr macht, außer Simp-Games zu spielen, zu krasse Banger-Menschen. Sehen Sie zum Beispiel die Geschichte dieses Mannes, den ich hier am Strand getroffen habe. Früher war ich eine traurige Seele gewesen. Ohne Freunde. Ohne ein Leben. Ich saß den ganzen Tag zu Hause und verbrannte mein Geld für Pokémon-Karten. Für Pokémon-Karten von Minderjährigen, die irgendwann auch klebrig wurden. Oh! Ew! Doch eines Tages, das werdet ihr mir nicht glauben, eines Tages sah ich Professor Futurus. Seine Augen, so schön wie der Himmel, sie zeigten mir, was das wahre Leben ist. Seitdem trainiere ich jeden Tag, habe eine Familie, habe Freunde, einen Job, aber leider keine Kinder. Denn ich möchte ein Kind von ihm haben. Ah, meine Augen! Wir sollten das auf jeden Fall ausblenden, bitte. Der zweite Grund, warum Pokémon Karmesin und Purpur sehr, sehr beliebt sind, sind die neuen Pokémon. Sie sehen alle ziemlich putzig aus, aber ein bestimmtes ist am beliebtesten. Und zwar Lechonk. Oh, Ferkuli, wie es auch im Deutschen heißt. Es ist so schön und so beliebt. Und es sorgt dafür, dass die Menschen sich untereinander besser verstehen. Das Spiel bringt die Menschen einfach zusammen. Pokémon-Fan. Ila. Digimon. Pokémon. Pokémon-Fan. Ich mag Lechonk. Ich mag Croquet. Lechonk. Fett. Okay. Süß, süß, süß. Ich mag dich. Ja. Aber neue Pokémon und neue Verschwörungstheorien. Schauen Sie zum Beispiel diesen Vollidioten bei diesem Oliven-Pokémon. Nein, das kann nicht sein. Es kann ehrlich nicht sein. Olini ist ein Pokémon der 9. Generation. Es ist ein Staatskomplott. Es ist eine Lüge. Olini ist eine Regionalform von Knospi. Es sieht 1:1 gleich aus wie dieses Pokémon hier. Wir leben in einer Lüge. Wir werden belogen. Game Freak lügt uns alle an. Beste Nachricht. Die Welt ist nicht mehr so leer wie in Pokémon Schwert und Schild, wo gar nichts war, sondern nur eine grüne Fläche, die von einem Praktikanten gemacht wurde. Und es ist nicht mehr so potthässlich wie Legenden Arceus, wo die Farben von einem 3-Jährigen gemischt wurden. Da ist ein NPC zum Beispiel in der Welt. Die Farben sehen besser aus. Und das Beste. Es gibt Zäune und Details auf der Overworld.
Aber was viel, noch viel besser ist, ist der Multiplayer. Man kann jetzt bis zu 3 Personen, beziehungsweise mit 3 Freunden, kann man einfach zusammenspielen. Das heißt, es buggt nicht mehr wie ein Schwert und Schild krumm, wo 100 Leute einfach durch die Luft fliegen, sondern es sind nur noch 4 Personen, die rumbuggen. Progress. Es tut mir leid, aber ist das wirklich ein guter Grund? Ey, Real Talk, für Nintendo-Verhältnisse ist es mehr als gut. Ey, okay, fair point. Fair point. Auf jeden Fall, was noch krass ist, Teile des Soundtracks zum Beispiel für die Felder werden von einzig wahren Meister, unserem Herrscher, Toby Fox gemacht, der unter anderem für diesen Track verantwortlich ist. Oder für diesen Track verantwortlich ist. Ich könnte noch 100 weitere aufzählen. Ich sag's, wie es ist. Legende dieser Mann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen vielmals. Das war aber nicht das einzige Interview, was wir heute führen wollten. Ich begrüße jetzt nun den IAA-Chef. Wer es nicht kennt, es ist eine Automesse. Und dieser Mann hat sich gemeldet für ein Interview, um über die neuen legendären Pokémon zu sprechen. Einen wunderschönen guten Tag, mein Herr. Endlich jemand Seriöses. Können Sie uns vielleicht einige Details Ihrer neuesten Kooperation beichten? Sehr wohl. Wie das Pokémon sehr wohl. Oh Mann. Auf jeden Fall, wir haben eine laufende Kooperation mit The Pokémon Company und mit Transformers. Die folgende Kooperation wurde gesponsert von Raid Shadow Legends. Wir haben das neueste Modell, ein richtig schnelles Motorrad, was einen durch die ganze Welt befördern kann. In seiner Transformers-Form sieht es aber nochmal besser aus. Und zwar ist es eine komische Drachenechse, der einfach einen Reifen verschluckt hat. Sieht es nicht geil aus? Das sieht gar nicht gut aus. Es ist eine Echse, weil ich Echsen über alles mag. Eine Frage. Haben Sie auch relevante Informationen? Nein. Ach so, vielen Dank. Gerne doch. Auf Wiederhören und reingehauen. Nun, meine Freunde, das war die Game Show für heute gewesen. Supportet gerne das Projekt mit einem Abo, mit einem Like oder mit einer wunderschönen Glocke. Hier könnt ihr euch anschauen, wie komisch das Pokémon Peter Game ist. Es ist ehrlich krank. Und hier könnt ihr euch die letzte Ausgabe der Game Show anschauen. Viel Spaß und ciao for now. What's the 90, la Baba G?